Hallo ihr Lieben, ich bin Angela. Herzlich willkommen zu einem neuen DM-Haul. Ich habe gerade Feierabend gemacht, aufs Datum geguckt und dachte so, oh Mist, du hast noch gar keinen Februar-DM-Haul gedreht und habe mich direkt einfach mal hingesetzt. Also los geht's. Wir starten mal mit der Kategorie Haare. Ich habe eine neue Haarkur ausprobiert und zwar diese hier von Glisskur. Das ist die 7 Seconds Repair Express Haarkur. Die war, glaube ich, auf TikTok total viral und irgendwie total gehypt und ich musste sie einfach ausprobieren, weil hallo, 7 Sekunden und deine Haare sollen toll aussehen, das musste ich testen. Ich habe mich für diese Variante hier für sehr trockenes, sehr geschädigtes Haar entschieden. Mein Handy ist bereit, ich lese euch vor, was das Produkt verspricht, gebe euch dann einmal meine Meinung dazu ab und sage euch auch, wie viele Sterne von 1 bis 5 ich diesem Produkt geben würde. Erstmal vorweg, 5,95 Euro, 200 Milliliter. Express Repair Kur mit flüssigem Keratin und Perlenextrakt. Die Power einer 5-Minuten-Kur in nur 7 Sekunden. Bei sehr geschädigtem trockenen Haar, das Ergebnis sollen glänzende, reparierte Haare sein, ohne zu beschweren und das Ganze ohne Silikone. Ich sehe gerade, man soll das 2 bis 3 Mal pro Woche anwenden. Ich wasche meine Haare ja meistens, wenn es hochkommt, 2 Mal die Woche. Also von daher wisst ihr, ich habe es nicht ganz so oft benutzt, wie es in der Beschreibung der Fall war. Ich bin tatsächlich mega überzeugt von diesem Produkt inzwischen. Ich habe auch schon fast alles aufgebraucht. Die Anwendung ist so easy. Ihr macht einfach nur euer Shampoo drauf, könnt es ausspülen. Ich mache es aber so, ich lasse mein Shampoo hier oben am Haaransatz drin, mache dann die 7-Sekunden-Kur drauf, lasse sie 7 Sekunden drauf oder kämme meine Haare halt nochmal mit einem Tangle-Teaser durch in der Zeit und dann wasche ich das Ganze aus. Man braucht dann keine Spülung mehr zum Versiegeln, es ist alles schon hier mit drin quasi. Und die Haarstruktur ist wirklich richtig schön geglättet. Das Produkt gefällt mir sehr, sehr gut. Einfach ja, weil es so unkompliziert ist, weil es schnell funktioniert, weil es tut, was es soll. Man hat hier an der Seite auch immer Markierungen, wo ihr sehen könnt, wie viel von dem Produkt pro Haarwäsche ihr benutzen sollt, sodass ihr auch immer wisst, okay, jetzt habe ich noch nicht ganz genug, dann mache ich halt noch ein bisschen was drauf. Und es ist wirklich einfach, ja, ich kann nichts dagegen sagen. Ich finde es toll, dass man sich die Spülung sparen kann. Und ich gebe dem Ganzen 4 Sterne. Dann habe ich mir jetzt für den Winter auch noch ein neues Haaröl gekauft. Dieses hier von Got2Be. Das nennt sich Spitzenmäßig. Ich sehe gerade, es ist online auch reduziert auf 2,95 Euro. Kostet eigentlich 3,95 Euro beim DM und es sind 50 Milliliter drin. Ist geeignet, wenn ihr geschädigtes oder strapaziertes Haar habt, glanzloses Haar, langes Haar, normales, trockenes und widerspenstiges Haar. Soll eine Anti-Frizz, Anti-Spliss Wirkung haben und Feuchtigkeit spenden sowie Glanz, Pflege und einfach für Styling gut geeignet. Sein. Ist vegan und, wer hätte es gedacht, auf Ölbasis. Ist eine nicht fettende Formel mit Arganöl, die sofort einziehen soll. Für bessere Kämmbarkeit mit leichter Textur und angenehmem Duft. Das nutze ich gerade wirklich regelmäßig, teilweise morgens und abends. Und bei meinen Haaren funktioniert es einfach ganz gut. Es gibt noch kein Haaröl, was ich für mich entdeckt habe, was ich morgens reinmache und mir dann irgendwie abends denke, oh boah, es hat jetzt den ganzen Tag gehalten. Also Haaröl ist bei mir immer so ein bisschen, das verflüchtigt sich irgendwann wieder. Aber mit dem hier bin ich doch sehr, sehr zufrieden. Also es macht wirklich einen schönen Glanz. Ich muss mal kurz den Geruch checken. Es riecht sehr angenehm, einfach nach so einem Friseur-Styling-Produkt schon fast. Und ich mag auch die Größe sehr gerne, weil ihr könnt es überall hin mitnehmen, ihr könnt es mit auf Reisen nehmen. Es ist nicht so eine Riesenpackung, dass man sich denkt, boah, bis ich das aufgebraucht habe, ne, da kann ich ja 5 Jahre lang nichts Neues mehr ausprobieren. Nein, es ist auch eine super Größe und ich gebe dem Ganzen deswegen auch 4 Sterne. Das nächste Thema ist Skincare. Yay, die All-In-Barrier-Cream. Ich habe sie jetzt schon wirklich ziemlich doll benutzt, wie man hier sieht. Die habe ich mir auch neu gegönnt jetzt im Winter. 50 Milliliter für 16,95 Euro. Hier haben wir Ceramide drin. Die Creme bekämpft freie Radikale und schützt die Haut zuverlässig vor der Austrocknung. Sehr süß. Hier steht, die Creme feiert die Individualität eines jeden Menschen. Ich glaube, die gab es auch wirklich hier mit unterschiedlichen, wunderschönen Farben hier unten dran. Also so richtig schöne Pastelltöne. Mit Arnika, Shea Butter und Jojobaöl für trockene, anspruchsvolle und gereizte Haut. Also die Konsistenz erinnert mich ein bisschen an die pinke Creme, die auch von No Cosmetics ist. Zieht auf jeden Fall sehr schnell ein. Ich finde es auch toll, dass man damit bei den kalten Temperaturen jetzt seine Hand, ich kann heute nicht mehr sprechen, ich sag's euch ja Leute, ich komme gerade aus dem Feierabend, dass man damit seine Haut auch gut schützen und stärken kann, besonders eben auch die Hautbarriere. Macht eine schöne glatte Haut und verträgt sich auch gut mit allen Serien, die ich hier zu Hause habe. Also rollt nicht ab, gar nichts. Es ist einfach eine sehr schöne, bisschen reichhaltigere Pflege, die aber ein schönes, glattes Hautgefühl macht. 5 Sterne. Bleiben wir doch mal beim Thema Gesicht. Ich habe wieder einen neuen Sonnenschutz ausprobiert und zwar einen von Garnier. Bald habe ich sie auch alle durch.
Soll ich übrigens mal so eine Top 10 machen von den Drogerie-SPFs, die ich getestet habe? Ich glaube, es müssten nämlich bald 10 sein. Sagt mir Bescheid. Das ist der Anti-Age Super UV. 50 Milliliter, 9,95. Schützt die Haut dank Lichtschutzfaktor 50. Langanhaltend vor UVA, UVB und langwelliger UVA-Strahlung. Enthält Hyaluronsäure gegen Falten und feine Linien. Ultraleichte, hydratisierende Formel spendet Feuchtigkeit in der Tiefe mit Vitamin B3, um kleine Trockenheitsfältchen sowie feine Linien zu mildern. Das mit dem Hyaluron fand ich natürlich super, weil es feuchtigkeitsspendend ist und weil es nicht einfach nur ein Sonnenschutz ist, sondern weil es auch eine Pflege mit beinhaltet. Ich habe außerdem total gemischte Meinungen über diesen SPF speziell gehört und wollte mich einfach mal selber überzeugen. Meine Haut liebt den. Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, das ist gerade ein richtiger Favorit von mir. Also der ist zwar ein bisschen dicker, aber was es sonst bei meiner Haut macht, ist, dass es dann total glänzt. Und das tut der hier nicht. Ich sehe nicht speckig aus, obwohl er sich reichhaltig auf dem Gesicht anfühlt. Ich bin wirklich überrascht. Also ich fand ja den zum Schütteln immer sehr, sehr gut. Und ich glaube, im Sommer ist der für mich auch besser, weil der ein bisschen flüssiger ist von der Textur. Aber dieser hier ist auch einfach nur super. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, wenn man ihn zu schnell nach der Tagespflege aufträgt, dann rollt er sich so ein bisschen ab. Das ist so das Einzige. Ansonsten, der riecht total duftneutral. Also er riecht nicht. Und außerdem hatte ich auch nicht einmal das Problem damit, dass er in den Augen gebrannt hat. Wirklich nicht einmal. Und ihr wisst, wie nah ich immer unter den Augen eincreme und auch die Augenlider. Also das fand ich richtig, richtig toll. Von daher kriegt er von mir 4 Sterne. Dann etwas aus der Kategorie Make-up. Und zwar ein Produkt, was ich ein bisschen, ich weiß nicht, habe ich es zweckentfremdet? Ja, vielleicht. Und zwar ist das dieser NYX Highlighter hier. Ist es ein Highlighter überhaupt? Es ist ein Eyeliner und Lidschatten. Ich zeige euch den mal. Und zwar ist das dieser Jumbo-Pencil hier. Der kostet 5,95 €. Und das ist die Farbe Frosting. Und darauf kommt es an, auf diese Farbe, Leute. Ultracremige Formel für einen leichten und optimalen Auftrag. Für atemberaubend geschminkte Augen-Make-ups und einen strahlenden Blick. Vielseitig anwendbar als Lidschatten, Eyeliner und Primer. Und ich benutze den tatsächlich als Highlighter. Und zwar nehme ich mir den immer und packe mir den hier zum Beispiel ein bisschen auf die Nasenspitze, hier auf das Lippenherz, manchmal auch ein bisschen hier, manchmal ein bisschen an den Augenbrauen und vor allem, und das mache ich momentan fast täglich, in den Augeninnenwinkel. Und das, Leute, funktioniert so, so gut. Ich liebe ihn. Es geht so einfach und unkompliziert und ihr habt einfach diesen feinen, schönen, wirklich Frosting-Effekt. Es sieht einfach schöner aus, die Augen strahlen schön und der hat einfach so eine schöne Farbe. Es ist so richtig so ein Champagnerton ist das. Ich habe noch nicht rausgefunden, ob man diese Spitze hier noch weiter rausdrehen kann. Oder ob der Stift quasi, wenn das hier alle ist mit der Spitze, ob der dann quasi komplett alle ist. Vielleicht kann mir das einer sagen. Ich kriege ihn auf jeden Fall nicht weiter rausgedreht. Die Haltbarkeit ist auch vollkommen in Ordnung. Klar, wenn man sich da manchmal so im Augenwinkel dann anfasst oder sowas mit dem Finger, dann geht das weg, so wie jeder andere Highlighter auch. Aber es ist trotzdem vollkommen in Ordnung. Ich finde, das sieht einfach nur super cute aus. Und ich gebe dem definitiv 5 Sterne, weil der einfach ja, so einen schönen frischen Look zaubert. Und ich möchte den nicht mehr missen. Gibt es übrigens auch in anderen schimmerigen Farben. Und dann sind wir schon beim Thema Körperpflege angelangt. Ich habe mir einen All-Time-Favorite geholt, was Duschpflege angeht. Und zwar mein Nivea-Duschöl, was ich ungefähr schon zum 7. Mal oder so nachgekauft habe. Ich sehe gerade online, es hat auch schon wieder ein neues Design bekommen. Und heißt wohl jetzt auch nicht mehr einfach nur Duschöl, sondern Rich Care Shower Oil. Okay, 200 Milliliter, 3,85. Verwandelt sich in Verbindung mit Wasser in zarten Schaum, reinigt und pflegt mit einer reichhaltigen Formel aus 55% natürlichen Ölen und pflegt selbst trockene Haut intensiv und langanhaltend. Ja, ich und meine Reibeisenhaut, wir suchen immer mal wieder etwas Pflegendes, etwas Schönes für unter der Dusche, etwas, wo man sich im besten Fall danach nicht mehr eincremen muss. Ob es sowas gibt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hilft mir dieses Duschöl sehr, sehr, sehr dabei, dass meine Haut nicht zu sehr austrocknet, dass sie nicht spannt, dass sie sich einfach glatter anfühlt. Eine glatte Haut habe ich ja eigentlich im Körper an fast keiner Stelle durch die Reibeisenhaut, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach was anderes, ob man jetzt was Austrocknendes, super Schäumendes, total Beduftetes nimmt oder so ein schönes Duschöl. Und ich muss wirklich sagen, das begleitet mich jetzt schon seit einigen Jahren. Und ich bin immer wieder zufrieden damit. Ich finde, es fühlt sich gut an auf der Haut. Es hat diesen schönen Nivea-Duft und man kann es einfach immer mal wieder kaufen und ich war bisher nie enttäuscht.
Und deshalb geben wir dem solide 4 Sterne. Und zum Schluss noch ein Körperpflegeprodukt, was auch schon fast alle ist, obwohl es so ein Riesenpot ist. Und zwar ist das dieser Mixer Shea Pot. 400 Milliliter, 7,95 Euro. Pflegecreme Shea Intensiv. 20% pflanzliches Glycerin und Shea Butter für Gesicht, Körper und Hände. Mit hochverträglicher Formel, die für Babys und Kinder und Erwachsene geeignet ist. 48 Stunden Feuchtigkeitsversorgung. Wurde speziell für sehr trockene Haut entwickelt und sorgt mit Glycerin und Shea Butter für langanhaltende Geschmeidigkeit für die ganze Familie. Tatsächlich seit langem, auch ganz unabhängig jetzt von der Reibeisenhaut, aber auch auf die Reibeisenhaut bezogen, eine der besten Cremes, die ich in letzter Zeit für die Körperhaut getestet habe. Die ist wirklich sehr schön leicht, die lässt sich gut einarbeiten, die zieht schnell weg, die duftet nicht zu stark und man braucht auch gar nicht so viel davon. Und tatsächlich hilft es meiner Reibeisenhaut. Ich mache euch ja sowieso irgendwann nochmal ein Update, aber die hier gehört auf jeden Fall zu den Cremes, wo ich mal das Gefühl habe, okay, die kosten kein Vermögen und helfen trotzdem sehr gegen die Reibeisenhaut. Also es ist immer ein bisschen tagesformabhängig, wie es halt immer so ist. Aber trotzdem, diese hier gefällt mir sehr gut, weil sie wirklich schön geschmeidig pflegt. Und was ich interessant finde, hier steht halt, dass es nach der ersten Anwendung schon einen Effekt geben soll. Und ich dachte so, ja klar, gerade bei meiner Haut. Aber ich habe wirklich einen Effekt gemerkt nach der ersten Anwendung. Deswegen gebe ich dem Ganzen definitiv, was habe ich mir hier aufgeschrieben? Ja, 5 Sterne. So ihr Lieben, dann sind wir auch schon wieder beim Ende angekommen von diesem Haul. Ich hoffe, es war auch das ein oder andere Produkt für euch dabei. Falls ich es durch meinen Vollzeitjob nicht immer schaffe, jede Woche was hochzuladen, seht es mir nach. Ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem treu. Ich freue mich sehr, sehr, dass wir inzwischen schon über 3000 sind und ich hoffe, der Kanal wächst noch ein bisschen. Von daher gerne Abo dalassen, wenn du es noch nicht getan hast. Und dann sehen wir uns ganz bald in einem neuen Video wieder. Bis dann!